Die Wall Street insgesamt mit relativ guter Laune, nachdem der Dollar ein bisschen nachgegeben hat, nach Verbalinterventionen durch China und Japan. Die versuchten, ihre eigene Währung ein bisschen damit zu stützen, die ja jeweils im freien Fall ist, nämlich der Yuan und der Yen. Und dann haben wir Aussagen von Janet Yellen. Sie ist sehr zuversichtlich, dass die USA die Wirtschaft derselben eine weiche Landung absolvieren wird. Nun, ich bin da weniger zuversichtlich, aber sei es drum, die Wall Street ist zuversichtlich und das ist das, was zählt. Deswegen sehen wir heute in der Regel oder übergeordnet hier Pluszeichen und die Dinge sind so extrem bullisch, dass sogar der VIX im Plus ist, etwa bei der 14er Marke 1,3% im Plus. Wir sehen der stärkste Index heute wieder Nasdaq 100 und den Nasdaq und wir sehen die Tech-Werte weitgehend im Plus, Microsoft leicht im Plus, auch die Apple, Google mehr oder weniger unverändert, Meta deutlich im Plus, Amazon, aber vor allem Tesla dazu gleich mehr mit einem Gewinn von etwa 7%, aber es fällt auf, Nvidia ist nicht im Plus und das ist ungewöhnlich, wenn der Nasdaq im Plus ist, dann müsste ja Nvidia nochmal das 3- oder 4-fache im Plus sein, dessen was der Nasdaq im Plus ist, ist aber nicht der Fall und das könnte unter anderem daran liegen, dass manche jetzt ein bisschen kalte Füße bekommen, nachdem sich die Fragezeichen hinter den Umsätzen von Nvidia immer mehr verstärken. Da gab es heute eine neue Analyse, eine neue Veröffentlichung, hochinteressant, dazu gleich mehr. Oder zweite Variante, der Börsengang von ARM, auch ja ein Chip-Konzern aus Großbritannien, der in dieser Woche ansteht, der zieht so ein bisschen Geld daraus aus der Highflyer-KI-Aktie Nvidia, wissen wir nicht, aber schauen wir uns mal die von mir vorhin thematisierte Veröffentlichung an. The Mad King hat hier eine wirklich sehr treffende und sehr tiefgehende Analyse dieser ganzen Situation um Nvidia gemacht. Don't believe the hype ist das Motto, egal wo du stehst in Sachen Nvidia, da hast du eine Menge Material, das man sich anschauen sollte und das habe ich auch gemacht. Grundsätzlich ist es ja so, wir haben diese seltsame Situation mit dieser Firma CoreWeave. Die hat einen Kredit aufgenommen, CoreWeave bzw. Nvidia hat ja Anteile an CoreWeave. CoreWeave hat einen Kredit aufgenommen von 2,3 Milliarden Dollar. Dafür wiederum Nvidia-Chips hinterlegt, der Kreditgeber oder einer der Kreditgeber ist BlackRock, der größte Aktionär wiederum von Nvidia. Man hinterlegt dann diese doch sehr verderbliche Ware Chips, die veralten ja relativ schnell als Sicherheit. Jedenfalls ist dann dieses Auftragsvolumen von 2,3 Milliarden Dollar, für das CoreWeave dann Nvidia-Chips gekauft hat, genau dieser Unterschied zwischen der Erwartung Datacenter-Zahlen von Nvidia und dem, wie die Zahlen dann reinkamen, die Nvidia-Aktie dann 10% nachbörslich gestiegen, um dann am nächsten Tag seltsamerweise wieder zu fallen und praktisch keinerlei Gewinn aus dieser ganzen Geschichte zu ziehen. Und in der letzten Woche war Nvidia schon 7% im Minus, heute geht es weiter bergab und hier sehen wir mal den Konzern Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM, ja praktisch die Chipschmiede schlechthin, Auftragsarbeiten, hochkomplexe Auftragsarbeiten werden da praktisch ausgeführt. Nvidia macht die Chips ja nicht selber, sondern designt dieselben nur und gibt sie dann zur Fertigung nach Taiwan. Damit hat Nvidia natürlich ein gewisses Risiko, weil das kann momentan noch kein anderer als TSM. Und Taiwan ist ja vielleicht nicht so richtig sicher angesichts der chinesischen Gelüste auf diese Insel. Aber hier sehen wir mal, TSM hat Großkunden Apple, Microsoft, Google, Nvidia und Qualcomm. Und dennoch sehen wir, dass trotz des Booms bei Nvidia, die Leute, die Firmen reißen denen ja angeblich die Chips aus der Hand, dass wir da massive Umsatzrückgänge sehen bei TSM. Also der Auftragsnehmer, der hat Umsatzrückgänge und der Auftraggeber hat massive Auftragspluszeichen hier zu verzeichnen. Hier sehen wir mal die Nachfrage, die breitere Nachfrage nach Chips, eigentlich nicht wirklich da. Schauen wir uns TSM an. Da sehen wir rückläufiger Umsatz, wir sehen bei AMD rückläufiger Umsatz, wir sehen bei Intel rückläufiger Umsatz, nur bei Nvidia. Da sehen wir einen deutlich gestiegenen Umsatz. Jetzt sagen viele, naja gut, die Chips sind halt auch besser, okay, aber schauen wir uns zunächst mal das hier an, Amara's Law, also das Gesetz von Amara. Das ist ein Forscher, der gezeigt hat, dass bei neuen Technologien, so wie es KI eben ist,
Dampfmaschinen, Internet etc., wird das Potenzial erstmal kurzfristig total überschätzt. Man erwartet also, dass sich die Welt dann ganz schnell ändert und das sofort irgendwie ein riesen Gamechanger ist. Das ist aber in der Regel nicht der Fall, sondern das ist langfristig der Fall. Und wenn dann sich zeigt erstmal, dass die kurzfristigen Hoffnungen viel zu optimistisch waren, dann unterschätzt man in der Folge das Potenzial einer neuen Technologie. Genau das ist das Muster, das wir in der Historie immer wieder gesehen haben. Aber kommen wir nochmal zurück zu CoreWeave und dieser seltsamen Geschichte. Hier sehen wir zunächst nochmal eine Aufzählung, was da alles genau passiert ist. Und es ist ja so, dass CoreWeave möchte ja auch eigene Anteile verkaufen. Man erwartet sich eine sehr saftige Bewertung von ja, so um und bei 10 Milliarden Dollar und will also richtig eigene Anteile verkaufen, will da ein bisschen Cash machen. Die zwei Chefs von CoreWeave sind ehemalige Hedgefondsmanager, die schon in der Vergangenheit mit sehr fragwürdigen Methoden auf den Plan getreten sind. Okay, nicht kriminell, man hat ihnen da nichts nachgewiesen, das muss auch klar gesagt werden. Aber hier sehen wir nochmal, CoreWeave will jetzt einen 10% Anteil nicht mit 10 Milliarden Bewertung, sondern mit 5 bis 8 Milliarden Dollar Bewertung hier am Markt platzieren und hat ja sozusagen Kredite genommen, um diese Nvidia-Chips zu kaufen, was sehr ungewöhnlich ist, die gleichzeitig als Sicherheit zu hinterlegen, denn das ist ein hochgradig deflationary Asset. Ist insane, so die Analyse, das ist eigentlich ziemlich ungesund. Und hier diese Bewertung von CoreWeave ist insofern schon seltsam, als die ja angeblich nichts anderes machen, als Nvidia-Chips zu verkaufen. Die haben keine Tech-Rechte, die haben irgendwie nichts wirklich, was sie jetzt als Asset in der Hand haben, außer Chips, die sie halt von Nvidia kaufen angeblich. Und das ist schon sehr seltsam, wie eine solche Firma dann eine solche Bewertung veranschlagen kann. Wie gesagt, das ganze Umfeld, ob diese beiden Gründer oder auch Magnetar Capital, die in diesem Umfeld mitspielen, die schon damals in der Finanzkrise eine Rolle gespielt haben, indem sie CDOs an den Markt gebracht haben, also praktisch hypothekenbesicherte Anleihen, wie nennt man das, Mortgage-Backed Securities. Da hat man unglaublich schlechte Kreditwürdigkeiten reingepackt, hat sie den Leuten verkauft und hat selber dann dagegen gewettet, ist also short gegangen in das Produkt, das man selber auf den Markt gebracht hat. Hochgradig problematische Story. Und wenn wir jetzt nochmal zu CoreWeave zurückkommen, dann ist es so, da hat man hier also ein Büro im sogenannten Regus Building. Das ist aber eigentlich so ein Büro für Kleinfirmen, also die nur ganz kleine Büroräume haben, weil das praktisch schon Gemeinschaftsbüro-Geschichte ist. Auffallend auch, es gibt kein Foto von dem Datacenter. Etwa von CoreWeave, da müssten ja 45.000 dieser Chips lagern. Normalerweise gibt es da Fotos. Wir haben keine großen Partnership Announcements. Es gab da eine Geschichte mit Microsoft, die allerdings auch wieder ein bisschen schräg ist. Da sind also viele Fragezeichen. Normalerweise müsste es doch mehr Spuren im Internet geben, gerade heutzutage, wo alles total dokumentiert ist. Wenn Sie in irgendein viertklassiges Restaurant gehen, dann haben Sie da 50 Rezensionen. Bei CoreWeave gibt es eine einzige Beschreibung dieses Produktes, keinerlei andere Dinge, die da zu finden sind. Das ist hochgradig merkwürdig. Wie gesagt, bei einem Restaurant haben sie meistens 100, 500 oder wie viel Art von Erlebnisberichten, was da alles zu erwarten ist und was nicht. Und wenn wir uns auch nochmal anschauen, der gute Chen Sun Wang, selber ja Taiwanese, gebürtiger Taiwanese, der dann früh nach USA gekommen ist, der hat ja jetzt kürzlich wieder 42,8 Millionen Dollar erlöst mit Nvidia-Aktien, hat also verkauft und der hat eine Geschichte guter Verkäufe, hat damals auch im Jahr 2000, wann war das? 21, blau gekennzeichnet, hat er schon einen ziemlich perfekten Verkaufszeitpunkt gefunden für seine Insider-Verkäufe. Danach ist die Aktie denn weiter um 66% gefallen. Also der Mann hat wirklich absolutes Geschick. Und jetzt kommt der Oberclou. Es ist ja die seltsame Situation, dass also hier Nvidia seinen Umsatz um 123% gesteigert hat. Aber die Kosten sind nur um 3% gestiegen. Jetzt hat diese Analyse das Ganze mal bei ChatGPT eingegeben. Man fragt also künstliche Intelligenz über die
künstliche Intelligenz-Hype-Aktie und sagt, ja, wie kann das denn kommen, dass die nur also 3% Umsatzsteigerung haben, wenn die Dinge so explodieren bei Nvidia, Nachfrage und so weiter. Dann sagt ChatGPT, ja, wirklich sehr ungewöhnlich, denn normalerweise müsste man erwarten, dass da signifikante Investitionen nötig sind, wie Research, also praktisch Forschung und Entwicklung, Marketing, Sales Teams, Manufacturing Fähigkeiten, also man muss die Produktion ausweiten, muss viele Dinge sozusagen ja auf dieses permanent so stark, angeblich so stark wachsende Business irgendwie einstellen. Das alles passiert nicht und dann sagt ChatGPT, also sehr ungewöhnlich, wir bräuchten da mal ein paar Informationen, sowas haben wir ja eigentlich jetzt noch nicht wirklich gesehen, also ChatGPT ist da ein bisschen verwirrt. Gehen wir mal weg von Nvidia, die, wie gesagt, diese Story, die wird immer skurriler und ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere langsam kalte Füße kriegt und sich sagt, bevor ich da was riskiere, ich bin noch dick im Plus, also mal lieber die Reißleine ziehen. However, Tesla ist heute der große Gewinner, nachdem Morgan Stanley entdeckt hat, dass die auch einen ganz tollen Computer stehen haben bei Tesla. Der soll dann in Sachen Robotaxis und so weiter ganz toll und überhaupt und so weiter und so fort, die Aktie 7% im Plus. Robotaxis sind so weit entfernt, autonomes Fahren ist immer noch sehr weit entfernt, um wirklich nachhaltig funktionieren zu können. Wir sehen ja immer wieder Unfälle auch bei Tesla. Also das ist schon ein bisschen strange. Morgan Stanley erhöht das Kursziel von 250 auf $400. Und erwartet einen 500 Milliarden höheren Marktwert als zuvor. Also da hat man jetzt kürzlich also diesen Supercomputer entdeckt. Das ist natürlich echt spitze und in Sachen Computer auch heute die Meldung für positive Meldung für Qualcomm, auch ein Chipkonzern. Da ist es nämlich so, dass man weiter einen Auftrag von Apple hat für die nächsten 3 Jahre, was faktisch nichts anderes bedeutet, als dass Apple, die ja morgen ihr iPhone 723,5 vorstellen, das dann wahrscheinlich eine extrem erweiterte Funktionalität hat, gell, also revolutionär, dass da man offenkundig nicht in der Lage ist, 5G-Modems selber herzustellen. Das wollte ja Apple, schafft man offenkundig nicht. Deswegen muss man jetzt Qualcomm weiter beauftragen, gut für die Qualcomm-Aktie. Insgesamt kann man sagen, dass ohne die 7 Mega-Stocks, die alle, fast alle praktisch ja mit KI irgendwie zu tun haben oder in Verbindung gebracht werden, dass ohne diese Aktien der S&P 500, also der Leitindex der Welt, mehr oder weniger unverändert wäre dieses Jahr. Also es sind die großen 7 Aktien, die das Ganze stützen. Und jetzt nochmal zurück zur Gesamtsituation, Gesamtmarkt heute. Janet Yellen, sie fühlt sich sehr gut in Sachen Soft Landing. Janet Yellen hat ja vor einigen Jahren gesagt, 2017, nee, also eine Finanzkrise dürfen wir in unseren Lebzeiten nicht mehr erleben, das war sicherlich mutig. Schauen wir uns mal die Fed-Modelle an. Da gibt es ja Atlanta Fed, 5,6% Wachstum der US-Wirtschaft, New York Fed 2,2%, St. Louis Fed minus 0,25%. Also das ist natürlich ein bisschen seltsam. Hier dann die Headline oben von Bloomberg, European Stocks Rise as US Soft Landing Hopes Boost Risk Assets. Also das war durchaus ein Punkt, der heute die Aktienmärkte gestützt hat. Aber schauen wir uns mal an, was die Fed heute publiziert hat. Nämlich, wie schaut es denn mit Kreditvergabe aus? Und hier sehen wir die Anzahl der Haushalte, die sagt, es ist ziemlich schwierig oder sehr schwierig, Kredite zu bekommen, ist jetzt auf dem höchsten Stand seit 2013. Das passt nicht so wirklich zu diesem Soft Landing Narrativ von Janet Yellen. Und jetzt kommt Ungemach, dürfte in dieser Woche nämlich der Streik beginnen. Der Autogewerkschaften in den USA, Stellantis, Ford, der GM, dürften bestreikt werden. Mit den massiven Lohnforderungen, das dürfte ziemliche Schäden hervorrufen, wenn es soweit kommt. 10-Tage-Streik würde etwa $5 Milliarden kosten, je länger das Ganze dauert, umso kostspieliger. Vor allem dürfte dann perspektivisch das Angebot an Autos eben abnehmen, wenn da nichts mehr produziert wird. Dennoch, die Fed ist sich sicher, hey, lass uns doch mal die Zinsen jetzt unverändert lassen. Am 20. September ja die Entscheidung. Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, hat am Sonntag einen Artikel beim Wall Street Journal rausgehauen und gesagt, ja, also die werden erstmal passieren und dann mal gucken, wie die Daten sich weiterentwickeln. Und am Mittwoch kriegen wir ja die neuesten Inflationsdaten und die dürften laut Erwartung bei 0,6% liegen zum Vormonat. Das wäre der größte Anstieg seit Juni 2022 zum Vormonat, also seit gut einem Jahr. Das sind ja die Augustzahlen, die wir bekommen. Und auffällig ist schon auch in letzter Zeit, dass diese Call-Optionen, die ja lange den Märkten
so geholfen haben. Da haben die Leute massiv Calls gekauft, die Market Maker mussten sich absichern, das Underlying kaufen. Jetzt sehen wir, davon ist nicht mehr viel zu sehen. Und Milton Burke, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von Ihnen schon mal von dem guten Mann gehört hat, der hat damals im Oktober das Tief ausgerufen, punktgenau, ziemlich punktgenau beim S&P 500. Und der sagt jetzt, also das sieht sehr, sehr nach einer Top-Bildung aus. Er geht nicht davon aus, dass wir jetzt noch in einem Bullenmarkt sind, sondern bald in einen Bärenmarkt eintreten. Und er sagt, wir dürften das Tief im Oktober, das wir gesehen haben, bei 3.500 Punkten unterschreiten. Aber meine Damen und Herren, glauben Sie diesem Mann natürlich kein Wort. Aber eins ist natürlich schon klar, einer der großen Punkte, Liquidität. In den letzten 10 Wochen ist die globale Liquidität mal entspannt um 1 Billion Dollar gefallen. Bilanzreduzierung durch die Fed, die EZB tut das ihrige, selbst die Bank of Japan überlegt jetzt Negativzinsen aufzuheben, höchstens die Chinesen machen ein bisschen was in Sachen Liquidität, aber da kommen dann eben auch für Aktien vielleicht so Situationen dann oder werden da wichtig, dass zum Beispiel viele, viele Amerikaner, 45 Millionen Amerikaner müssen ihre Student Loans wieder zurückzahlen und vorstellbar, dass man das auf Kosten der Ersparnisse macht, die man zum Beispiel in Aktien investiert hat, vielleicht auch in Nvidia, was ja sehr, sehr gut gelaufen ist durch die allerehrlichsten Methoden wahrscheinlich. Hier sehen wir den heutigen Handelstag normalerweise aufwärts gerichtet, noch die nächsten 1, 2, 3, 4 Tage. Dann wird es ab dem 11., 12. Handelstag sehr, sehr schwierig in Vorwahljahren, all diese Dinge natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber wir sehen schon zum Beispiel an solchen Schrottaktien wie AMC, das war ja mal der ganz heiße Scheiß und ich habe immer gesagt, das ist nicht wirklich das beste Investment, das ist vielleicht eine Zockeraktie, aber nicht mehr. Und dann bekam ich Salven an Zuschriften. Mensch, die verstehen überhaupt nicht hier AMC, Zukunft und so weiter und so fort. Und jetzt hat die Aktie seit ihrem Hoch 2021 99% verloren. Top-Performance, muss man sagen. Wer da also die Linie gehalten hat, hold the line, war ja immer das Motto, der ist jetzt richtig reich geworden. Kommen wir nach Europa, Deutschland mit schlechtestem BIP-Wert, höchster Inflation. Deswegen hat die Europäische Kommission heute das Wachstum oder die Wachstumserwartung für die Eurozone abgestuft. CNBC berichtet, dass Deutschland die einzige Wirtschaft in Europa ist oder wichtige Wirtschaft in Europa, die in diesem Jahr wohl schrumpfen wird. Jetzt überlegt man, wie machen wir das denn mit der Strompreisdeckelung für die Industrie oder diese Strompreissubvention. Jetzt hat Lindner vorgeschlagen, naja, lasst uns doch vielleicht diese Steuerkürzungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, lasst uns das doch mal verlängern. Vielleicht können wir das dann so regeln, statt irgendwie den Strompreis direkt zusammen subventionieren. Und hier zum Beispiel Munich Utility CEO, hier sagt man, also wir haben leider nicht die entsprechende Infrastruktur, um überhaupt diese immense Elektrifizierung, die jetzt geplant ist, hier wirklich umzusetzen. Das ist selbst dem Roberto Habeck inzwischen klar. Deswegen sagt er, wir müssen hier sehr schnell die Netze ausbauen. Wir sind zum Erfolg verdammt. Aber das ist halt das Prinzip. Du springst irgendwie von der Klippe und sagst, okay, jetzt müssen wir gucken, dass da unten das Wasser auch ausreichend ist. Das ist natürlich ein bisschen doof. Vielleicht sollte man dafür sorgen, dass erst ausreichend Wasser da ist und dann springen. Das ist so dieser leicht irre Ansatz, finde ich, in Sachen Energiepolitik. Wir springen erstmal und gucken dann, was da unten eigentlich so ist. Und das Ganze wird jetzt erschwert. Wir haben ja nicht nur China, die ja jetzt bei 2 seltenen Erden praktisch gesagt haben, das wird beschränkt. Jetzt hat Malaysia auch gesagt, wir werden wahrscheinlich den Export von seltenen Erden verbieten oder massiv einschränken. Das heißt, tendenziell dürfte das das Nadelöhr sein, nämlich diese seltenen Erden, die nicht so selten sind, da aber auf jeden Fall nicht in Deutschland bisher abgebaut werden. Das wird noch richtig lustig. 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Abschluss. 3 Tage vor der EZB-Entscheidung, die am Donnerstag ist, sind Hedgefonds sehr, sehr short im Euro. Wir sehen ja heute Euro-Dollar wieder gestiegen nach der Schwäche zuvor. 1. Empfehlung. 2. Empfehlung. Die Fed, die sagt indirekt, nee, Zinsen erstmal nicht anheben. Aber was passiert, wenn die Inflationsdaten am Mittwoch dann wirklich sehr hoch ausfallen? Das dürfte sie dann nochmal in Schwierigkeiten bringen. 2. Empfehlung. Und 3. und letzte Empfehlung. Wenn Sie all das, was ich zu Nvidia gesagt habe, nochmal nachvollziehen wollen, noch detaillierter, noch umfangreicher, sich selbst ein Bild machen wollen,
Dann packe ich Ihnen den Link hier zu dieser Analyse. Nvidia, don't believe the hype. This time is different, not. Mal als Link unter das Video, machen Sie selbst ein Bild. Sie können ja dann entscheiden, wie Sie die Dinge dann wirklich sehen. Also, ich sage jetzt erst einmal Servus. Ciao.